Hallo, willkommen bei Mamani, Finanzen kann jeder. Heute steht mal wieder die Branchenerweiterung im Mittelpunkt. Für den Energiesektor möchte ich noch einen weiteren Wert haben. Und da reise ich heute mal nicht um die Welt, sondern ich bleibe in good old Germany. Warum soll man in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ich schaue mir heute mal einen der weltweit größten privaten Energieunternehmen an. Es handelt sich dabei um das deutsche DAX-Unternehmen E.ON. Mal sehen, wie der DAX-Wert sich in meiner Analyse schlagen kann. Eventuell ist E.ON ja eine Aktie für mein Depot. Am Ende des Videos werden wir es wissen. So, dann viel Spaß mit der E.ON-Analyse. Dann fangen wir mal an. So, rechts von mir seht ihr jetzt das Datenblatt für die Punkteverteilung in den einzelnen Bereichen. Hier trage ich meine Bewertungen in die einzelnen Kategorien ein. Wie ich auf die Punkte komme, erkläre ich natürlich. Das Tool, um eine rationale Kaufentscheidung zu treffen, kommt genauso zum Zuge wie immer. Ich möchte schließlich nicht nach dem Bauchgefühl entscheiden, sondern ganz nach Faktenlage. Die Berechnung und das Ergebnis werde ich am Ende der Analyse dann selbstverständlich zeigen. Dann kommen wir mal zu dem Unternehmen. Die börsennotierte E.ON SE ist die Holdinggesellschaft mit Sitz in Essen. Die Firma ist eines der weltweit größten privaten Energieunternehmen. Der Konzern konzentriert sich vornehmlich auf die Bereiche Energienetze und Kundenlösungen. Im Geschäftsfeld Energienetze werden die Verteilernetze für Strom und Gas und die damit verbundenen Aktivitäten zusammengefasst. Zu den Hauptaufgaben in diesem Geschäftsfeld gehören der sichere Betrieb der Strom- und Gasnetze, die Durchführung aller erforderlichen Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen sowie die Erweiterung der Strom- und Gasnetze, oft im Zusammenhang mit der Realisierung von Kundenanschlüssen. Im Feld Kundenlösung richtet sich E.ON an Privatkunden sowie mittelständige und große Unternehmen und bietet dabei Produkte und Dienstleistungen unter anderem zur Steigerung der Energieeffizienz. Seit 2016 erfuhr der Konzern einige Umstrukturierungen. Das ehemalige Kerngeschäft der konventionellen Energieerzeugung wurde abgespalten und in einem eigenen Unternehmen, Unipa, an der Börse platziert. Bei der Übernahme von Innogy im Juni 2020 gingen die Verteilernetze des Versorgers an E.ON über. Im Tausch dafür erhält der Konkurrent RWE, Hauptanteilseigner an der Innogy, das ehemalige Geschäft und erneuerbare Energie der E.ON. Die Unternehmensaktivitäten von E.ON teilen sich in die Bereiche Energienetze, Kundenlösungen, erneuerbare Energien, Nichtkerngeschäfte sowie Konzernleitung und Sonstiges und Energy. Im Geschäftsfeld Energienetze werden die Verteilernetze für Strom und Gas und die damit verbundenen Aktivitäten zusammengefasst. Das Geschäftsfeld Kundenlösungen mit Strom, Gas und Wärme sowie ihre Versorgung mit Produkten und Dienstleistungen unter anderem zur Steigerung der Energieeffizienz. Das Geschäftsfeld erneuerbare Energie beinhaltet die Aktivitäten zur Erzeugung aus Windkraftanlagen sowie aus Photovoltaikanlagen. Im Segment Nichtkerngeschäfte werden die nicht strategischen Aktivitäten gebündelt. Dies betrifft den Betrieb und Rückbau der deutschen Kernkraftwerke, die von der operativen Einheit Preußen Elektra gesteuert werden, und das Erzeugergeschäft in der Türkei. Konzernleitung, Sonstiges beinhaltet die E.ON SE selber und die direkt der E.ON SE geführten Beteiligungen. So, das sollte erst einmal reichen. Fangen wir dann mal mit der Analyse an. Als erstes der Chart. Ich blende den mal kurz ein. Beim langjährigen Chart sehen wir einen schönen leichten Aufwärtstrend, der Ende 2016 startete. Grundlegend hat die Aktie seit geraumer Zeit einen eher seitlichen Verlauf. Die Spanne reicht von gut 8 Euro bis 11,50 Euro. Seit dem Vor-Corona-Hoch bei gut 11,50 Euro hat sich durch das Zwischenhoch im August 2021 ein ganz leichter Abwärtstrend gebildet. Grundlegend sieht das Chartbild über Jahre ganz okay aus. Und durch den langjährigen Aufwärtstrend kann ich wegen dem aktuellen Niveau, das auf der Höhe der Kurse 2017 und 2020 liegt, 7 Punkte vergeben. Der Jahreschart sieht etwas besser aus, denn seit dem Märztief 2021 hat sich ein mittelfristiger Aufwärtstrend gebildet, der jetzt durch das September-Tief einen neuen Bestätigungspunkt erhielt. Seit dem August-Hoch bei gut 11,40 Euro konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau. Durch die Konsolidierung hat sich ein leichter Abwärtstrend gebildet, der aktuell tiefere Hochs und Tiefs ausbildet. Da der mittelfristige Aufwärtstrend aber noch nicht markant gestört wurde, kann ich hier 8 Punkte vergeben. Nun zu dem Bollinger Band, das eher für die kurzfristige Betrachtung interessant ist. Das Bollinger Band knickt aktuell leicht nach unten ab. Das Band ist noch recht eng, was für eine geringe Volatilität spricht. Der Kurs ist momentan unterhalb der 20er Tageslinie und im unteren Bereich des Bandes. Das spricht aktuell für ein leichtes Verkaufssignal und daher kann ich hier 3 Punkte vergeben.
Als nächstes die Stochastik. Die Stochastik gibt momentan kein klares Bild. Der Kurs befindet sich recht mittig im Band. Man kann momentan nicht sagen, ob wir einen überverkauften oder überkauften Markt haben und daher vergebe ich hier 5 Punkte. Kommen wir zu den externen Firmenbewertungen. Hier haben wir den Piotrowski-Wert. Der liegt bei 7 von 9 Punkten. Der Wert bestimmt die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Da der Wert über 5 liegt, kann ich hier für jeden gültigen Scorepunkt, also in dem Fall 3 mal 2 gleich 6 Punkte vergeben. Beim Moody's Analytics Riskcore gibt es 9 von 10 Punkten. Der Wert bietet eine auf ein Jahr in die Zukunft gerichtete Messgröße des Kreditrisikos. Bei der Risikochancebewertung erhält das Unternehmen 4 von 5 Punkten. Da ich hier den Wert mal 2 nehme, vergebe ich 8 Punkte. Jetzt kommen wir zu den Analysten. Die nehme ich auch mit auf, da sich die Jungs und Mädels viel intensiver mit dem Unternehmen beschäftigen wie jeder Privatanleger. Was sagen die Analysten jetzt zu E.ON? Ja, 14 sagen kaufen, 4 sagen übergewichten, 2 sagen halten, einer sagt untergewichten und einer sagt verkaufen. Daraus berechne ich einen Durchschnittswert von 4,3 von 5 Punkten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12,02 €. Dabei reicht die Spanne von 8,80 € bis 13,80 €. Nimmt man den aktuellen Kurs und schaut nach der Differenz zum durchschnittlichen Kursziel, so liegt dieser bei 1,12 €. Das wäre ein Aufwärtspotenzial von 10,28%. Dafür vergebe ich 8 Punkte. Nun kommen wir zur Aktienanzahl. Hier sieht man, ob sich zukünftige Gewinne auf mehr oder weniger Aktien verteilen. Die Aktienanzahl wird insgesamt über Jahre mehr. Allerdings wird die Anzahl nicht kontinuierlich jedes Jahr erhöht. In den letzten Jahren eigentlich immer alle 2 Jahre, gefolgt von einem Jahr, wo die Aktienanzahl gleich bleibt. Dennoch sehen wir über die letzten Jahre eine Erhöhung von gut 30%. Dafür kann ich nur 2 Punkte vergeben. So, jetzt kommen wir zur Bilanz. Hierfür gebe ich einzelne Punkte, die dann im Bereich Bilanz der Aktien in dunkelgelben Kästchen automatisch zusammengezählt werden. Fangen wir mit dem Umsatz an. Ja, wir sehen, dass sich der Umsatz gerade in den letzten Jahren stark erhöht hat, nachdem er vorher stark gesunken ist. Das lag natürlich an der Umstrukturierung des Konzerns. Dennoch sehen wir einen aktuellen Umsatz, den wir bei weitem nicht in den letzten Jahren gesehen haben und daher vergebe ich hier einen Punkt. Kommen wir zum KUV. Das KUV liegt bei gut 0,47. Das ist ein guter Wert und daher vergebe ich einen Punkt. Ja, was machen die Gewinne? Der EBITDA-Gewinn schwankt recht stark, aber durch die Umstrukturierung scheinen sich auf der Gewinnseite merklich besseres Bild zu bilden. Also es wird besser. Der Trend ist auf jeden Fall positiv und daher vergebe ich den Punkt. Das erwartete KGV liegt bei gut 12,45. Das ist ein guter Wert und daher kann ich hier den Punkt vergeben. Ja, schauen wir uns die liquiden Mittel an. Die liquiden Mittel beliefen sich Ende letzten Jahres auf gut 3,7 Milliarden Euro. Der Betrag ist für so ein Unternehmen voll in Ordnung und daher vergebe ich hier gerne einen weiteren Punkt. Ja, dann die Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote liegt bei 13,08%. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Daher vergebe ich hier keinen Punkt. Einen Wert um 20% möchte ich eigentlich bei so einem Wert schon sehen. Ist leider nicht der Fall, also gibt es hier auch keinen Punkt. So, dann schauen wir uns die Schulden an. Die Schulden sind starken Schwankungen ausgesetzt. Das hat auch mit der Umfirmierung zu tun. Dennoch ist der Schuldenberg um einiges höher wie vor ein paar Jahren und da es hier um die Tendenz geht, kann ich ebenfalls keinen Punkt vergeben. Kommen wir dann lieber zum Nettoverschuldungsgrad. Der liegt bei gut 14,9. Das ist mir eigentlich etwas zu hoch, denn das Unternehmen könnte seine kompletten Schulden in unter 15 Jahren komplett mit seinem EBITDA-Gewinn zurückzahlen. Ich drücke aber mal ein Auge zu, da das volle Potenzial nach solchen Firmenzusammenlegungen und Abspaltungen meist erst in Jahren zu sehen ist. Hinzu kommt ein sehr solides und sicheres Geschäftsmodell. Und daher vergebe ich mal einen kleinen, wirklich kleinen Punkt. Schauen wir uns lieber die Dividende an. Die Dividendenseite sieht super aus. Nicht nur, dass die Dividende jedes Jahr erhöht wird, auch die Dividendenrendite ist super. Wir haben eine Rendite von gut 4,6%. Ja, das ist mega. Und daher vergebe ich hier einen besonders schönen goldenen Punkt. Ja, dann
schauen wir uns mal die Free Cashflow Seite an. Vorher natürlich die Ausschüttungssumme. Die liegt bei gut 1,2 Milliarden Euro für die Dividende. Das Free Cashflow dagegen liegt bei 1,68 Milliarden Euro. Das ist zwar knapp, aber die Dividende kann komplett aus den freien Mitteln bezahlt werden. Und daher kann ich hier einen weiteren Punkt vergeben. Ja, dann sind wir mit der Bilanz fertig. Schauen wir mal, wie viele Punkte wir einsammeln konnten. Wir haben insgesamt 8 Punkte erreicht. Jeder Aktionär schaut natürlich lieber in die Zukunft wie in die Vergangenheit und daher kommen wir jetzt zu den Schätzungen. Als erstes der Umsatz. Die vermuteten Umsätze sehen gut aus. Sie sollen laut Schätzungen schon dieses Jahr spürbar von 60,9 auf 63,7 Milliarden Euro steigen. Nächstes Jahr soll der Umsatz dann auf 65 Milliarden Euro und dann 2023 auf 65,7 Milliarden anwachsen. Dann soll 2024 der Umsatz auf 63,3 Milliarden sinken. Das liegt mir aber zu weit in der Zukunft und da kann halt auch ziemlich viel passieren in der Zwischenzeit. Und daher berücksichtige ich die nächsten Jahre stärker. Hier ist ein Wachstum zu sehen und daher vergebe ich beide Punkte. So, was machen die Gewinne? Es wird geschätzt, dass die Gewinne auf einem EBITDA-Gewinn in Höhe von 7,7 Milliarden Euro und einem EBIT-Gewinn von gut 4,5 Milliarden Euro gesteigert werden sollen. Das wäre noch einmal eine ordentliche Schippe drauf zu den jetzigen Gewinnen. Das Niveau der Gewinne soll dann auf diesem Level die nächsten Jahre ungefähr gehalten werden. Das ist in Ordnung und daher kann ich hier beide Punkte vergeben. Dann, ich habe ein kleines Problem. Er versucht gerade hier zwischenzuspeichern. Eine Sekunde, da sind die Punkte doch. So, kommen wir zum geschätzten KGV. Das soll angeblich auf dem Stand von 12 in den nächsten Jahren gehalten werden. Das ist ein gutes Niveau und daher kann ich beide Punkte vergeben, auch wenn kein Absinken des KGVs zu sehen ist. Ja, dann noch die Dividende. Die Dividendenpolitik soll in den nächsten Jahren weiter aktionärsfreundlich sein. Denn es wird vermutet, dass die Dividende weiter jedes Jahr steigen soll. Bei einer Rendite von gut 4,5-5% vom heutigen Kurs aus gesehen, kann man nicht meckern. Und daher vergebe ich hier ebenfalls beide Punkte. So, dann kommen wir noch zum Free Cashflow. Das geschätzte Free Cashflow soll 2021 und 2022 weiter zulegen und dann 2023 gehalten werden. Es wird aber vermutet, dass das Free Cashflow dann absinkt und das auf ein Niveau, was eventuell nicht mehr ganz für die Dividende ausreicht. Gut, das liegt weit in der Zukunft, aber für die Unsicherheit muss ich hier einen Punkt abziehen. Daher vergebe ich nur einen Punkt. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie viele Punkte wir bei den Schätzungen sammeln konnten. Wir haben insgesamt 9 Punkte eingesammelt. Kommen wir dann zu den News. Hier interessiert mich natürlich vor allem die Nachrichten der letzten Wochen. Alles, was davor liegt, ist zwar interessant, um sich ein Bild über das Unternehmen zu machen. Allerdings sind diese dann schon lange in den Kursen eingepreist. Daher betrachte ich eher kürzere Zeiträume. Naja, wirklich viele News gibt es eigentlich in den letzten Wochen nicht. Diese hier konnte ich zumindest finden. Zum einen eine Analystenmeinung. Credit Suisse hebt Ziel für E.ON auf 12,10 Euro mit der Empfehlung Outperformer an. Ja, und Social Generali sagte bei und hebt das Ziel für E.ON auf 13,90 Euro an. Also das ist nochmal eine Schippe drauf. Und dann haben wir auch noch andere News, die mal nicht mit Analysten zu tun haben. Und zwar E.ON und VW bieten Schnellladesäulen für Speicherbatterien an. Also auch hier wird ein bisschen weiter gearbeitet. Und dann haben wir noch die News für 120 Millionen. E.ON übernimmt Mehrheit an Aachener Energy Startup Gridix. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Naja, auf jeden Fall machen sie hier auch ein bisschen Tempo und gehen auch mal in ein Startup-Unternehmen rein, was ich prinzipiell ganz gut finde. Ja, und das sind ja insgesamt ganz ordentliche News und für das Newsbild kann ich daher 8 Punkte vergeben. Kommen wir dann zu den Insider-Trades. Die Insider-Trades sehen ganz okay aus. Verkäufe konnte ich gar keine in den letzten Jahren finden und bei den Käufen waren es 4 über teilweise stattliche 6-stellige Summen. 2020 war dann gar nichts los und 2019 sah es ähnlich wie 2021 aus. Also insgesamt ganz okay, auch wenn jetzt natürlich nicht die ganz großen Megakäufe dabei waren und daher vergebe ich hier 7 Punkte. Kommen wir nun zum Fear and Greed Index. Dieser Index findet weltweit eine große Bedeutung, natürlich auch bei mir, und gibt einen Überblick über die aktuell vorherrschende Emotion am Markt. Der Wert liegt bei 34 und daher berechne ich 7 Punkte.
Ja, dann kommen wir noch zum Risiko. Hier müssen wir uns nicht lange aufhalten, denn das Unternehmen befindet sich ja im Euroraum und daher vergebe ich hier die dafür vorgegebenen 5 Punkte. So, kommen wir nun zu meiner Meinung. Also E.ON ist natürlich ein grundsolider Basiswert, der jedem Depot gut tut. Das liegt zum einen an dem relativ krisensicheren Geschäftsmodell und den damit verbundenen stabilen Gewinnen und zum anderen an der satten Dividende, die Aktionäre jedes Jahr zugesprochen wird. Allerdings gefällt mir auch der Burggraben im Bereich Energienetze. Hier wird E.ON erst einmal keine große Konkurrenz zu befürchten haben, denn so ein Netz wird nicht mal eben aus dem Boden gestampft. Hinzu kommt ein großer Kundenstamm, denn durch die Übernahme von Innogy hat E.ON mal schlappe 14 von 40 Millionen Kunden in Deutschland. Außerdem muss man bedenken, dass der Strommarkt in der Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Gerade durch die Umstellung auf die E-Mobilität, ja, wird man an E.ON in der Zukunft nicht vorbeikommen. Selbstverständlich ist die Aktie in den letzten Wochen und Monaten ganz gut, ja, für so einen defensiven Wert gelaufen. Wir befinden uns im oberen Bereich der Spanne 8,50 Euro bis 11 Euro. Sollte hier eine kleine, ja, Verschnaufspause eingelegt werden, was ja im Ansatz schon in den Chart zu erkennen ist, beziehungsweise sollte jetzt mal ein Rücksetzer kommen, ja, würde ich eine erste Position aufbauen. Solange geht die Aktie erst einmal auf die Watchlist. Also ich finde das Unternehmen ja gerade auf langer Sicht wegen den Zukunftsaussichten und der super Dividende sehr gut und daher vergebe ich 8 Punkte. So, dann sind wir soweit fertig und jetzt wollen wir uns das Ergebnis mal auf der Auswertungsseite anschauen. Ja, das sieht doch mal richtig gut aus. Mein Tool sagt mir, ich könnte mit 738 Euro, also sprich 73,8% meines Anfang-Investbetrages, direkt in das Unternehmen einsteigen. Und der maximale Investbetrag liegt sogar noch höher, nämlich bei 76,9%. Und das Tool erlaubt mir, mit insgesamt 2307 Euro einzusteigen. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Unternehmen für einen doch so defensiven Wert. Also Ergebnis gefällt mir. So, das war's dann für heute. Es folgt dann jetzt noch das Ranking im Anschluss. Mal sehen, auf welchem Platz E.ON es geschafft hat. Ich verabschiede mich schon einmal und hoffe, dass die Analyse euch gefallen hat. Falls ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kommt ja hin und wieder mal vor, dann macht das auch, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ich suche dann mal die nächsten Aktien raus, die ich analysiere. Bis zum nächsten Video. Euer Markus. Dann schauen wir uns noch eben das Ranking an. Mal sehen, wo sich E.ON platzieren konnte. Nur zur Info, das Ranking wird durch die Prozentzahl des maximalen Investbetrages bestimmt. Das mache ich, da bei maximalen Anfangsbetrag zu viele kurzfristige Einflussfaktoren mit einfließen, die in ein paar Monaten keine Bedeutung mehr haben. Alle Analysen zu den Firmen findet ihr natürlich auf der Kanalhauptseite unter Playlist oder unter diesem Video in der Beschreibung. So, wo ist denn jetzt E.ON gelandet? Ja, lange müssen wir nicht suchen, denn die Firma ist glatt auf Platz 12 gestürmt. Das ist doch mal ein richtig gutes Ergebnis für so ein Unternehmen. Ja, gerade weil es aus dem defensiven Sektor kommt. Also damit hätte ich jetzt im Vorfeld nicht gerechnet, dass wir so hoch kommen. Ich scroll mal einmal die komplette Liste runter, damit gerade die neuen Zuschauer, aber auch alle Interessierten, die Liste noch einmal komplett sehen. Und da sind wir schon auf Platz 67 bei TUI angekommen. Schauen wir uns lieber nochmal den oberen Bereich an. Schauen auch nochmal, wo zum Beispiel ein Unternehmen wie RWE, gut, ist jetzt nicht genau das gleiche Geschäftsmodell, aber es kommt zumindest auch aus dem Energiesektor, sich platzieren konnte und RWE, ja, liegt auf Platz 33 mit 67,2%. Ja, da ist E.ON doch höher platziert, würde ich sagen. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus und der Wert gefällt mir auch, gerade für die, ja, defensive Seite des Depots. Eine schöne Dividende gibt es. Und die Zukunftsaussichten sehen auch nicht schlecht aus. Und ich glaube, mit der Platzierung und der Bewertung kann ich, glaube ich, sehr gut leben. So, ich sag mal einfach, das reicht jetzt für heute. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!